Ich begrüße euch zu einem neuen Let's Play, The White Door. Ist von den Rusty Lake Entwicklern. Ich habe mich schon mal mit dem Thema auseinandergesetzt, wie du in welcher Reihenfolge die Folge erschienen sind, um sie auch alle mitzunehmen. Also es wird ja, das seht ihr übrigens bald die Demo, oder vielleicht kommt die Demo auch, bevor ich mit dem hier anfange. Es wird im November noch eine neue Rusty Lake Folge erscheinen, die ich natürlich spielen werde, aber ja, ich würde sagen, jetzt fangen wir mal mit dem Spiel an. Also wir spielen Robert, glaube ich, der in einer Nervenheilanstalt liegt, ist. Am Anfang ist das Spiel, so wie ich gesehen habe, in schwarz-weiß. Und je mehr er sich erinnert, umso mehr wird die Farbe zurückkommen. Ja, schauen wir es uns einfach mal an. Vision. Vision. Okay. Hä? Es ist 8 Uhr morgens. Okay, was soll ich denn tun? Mit Frühstücken. Durch Vision trinken. Okay. Ach so. Esse durch 8 gleich was? Ach, du musst dich draufklicken. Das war lecker. Ja, Donut ist immer nice. Zucker. Ein Donut, ein Kaffee. Ah, der ist immer Kaffee. Total N57. Na, das ist immer günstig. Okay. Dann zahlen wir doch mal die N57, oder? Gehirntest. Abrufbar ab 15 Uhr. Okay, es ist 9. Okay. Dann gehen wir uns doch mal waschen. Das wäre doch vielleicht sinnvoll. Muss ich da auch wischen? Zähne putzen? Durchwischen, schrubben. Okay. Ah, okay. Naja, man sollte eigentlich von oben nach unten, von unten nach oben und rechts und links, aber egal. Okay, ich bin sauber. Na, das ging fix. Ah, nee, doch, es ist 11 Uhr. Oh, schon jetzt 2 Stunden zum Waschen gebraucht, war ich so langsam. Sollte man vielleicht noch was anziehen? Leer. Leere Schublade mag ich gar nicht. Ah, was ist denn das? Johansen Birdfood. Nachname Hilbert. 6.7.1931. Das Geburtsjahr meines Opas. Hm? Witzig. Okay. Gut. Kann ich aber irgendwie nicht an mich nehmen. Warum auch immer. Oder muss ich mit der... Nee. Okay. Habe ich doch kein Inventar? So, die Toilette fehlt uns noch. Muss ich da auch wischen? Ah, du hast vergessen zu spielen. Das geht immer nicht, ne? Typisch Mann, oder? Sorry an alle Männer. War nicht so gemeint. Okay. Ja, jetzt kann ich aber auch nichts mehr tun. Es ist immer noch 11 Uhr. Ab 15 Uhr. Können wir die Jalousie öffnen? Ah. Ach, guck mal, ist das eine Meise, Rotkehlchen? Hallo Vögelchen. Ich hätte jetzt gesagt, es wäre Rotkehlchen, ne? Was denkt ihr? Schöne Aussicht. Okay. Hängt da was? Robert Hill. 14.08.1972. Verwirrt. Moment, er ist 1931 geboren. Dann ist er zu dem Zeitpunkt 41 Jahre alt. 7 Uhr aufstehen. Dann holt er Stunden bis zum Frühstück und eine Stunde fürs Frühstück. 11 Uhr Check. 15 Uhr Gehirntraining. 18 Uhr Abendessen. 20 Uhr Freizeit. 22 Uhr Nachtruhe. Okay. Strenger Plan. Aber was ist bitte Check? Was soll ich denn checken? Ja. 14. August. 20. die Tür. Hä? Was soll ich denn checken? Mamo, wieso sind jetzt die Jalousie anders? Achso, was sind jetzt für ein Kasten? Check. Ah, check. Deswegen steht die Uhr noch auf 11 Uhr. Ach,
Check der Schwester oder Ärztin. Guten Morgen, Mr. Hill. Sie sind ja schon wach. Um 11 Uhr morgens. Vielleicht sind Sie noch etwas verwirrt. Sie hatten einen Unfall, aha. Woran erinnern Sie sich? Wie lautet Ihr Vorname? Wie war der Robert, gell? E-R-T. Welches Jahr haben wir? 1972 war's. Und welchen Tag? Es war der August. War es jetzt der 14. oder der 20.? Der 14. war Kreuz. Am 20. war die Tür. Ich nehme den 20. Dienstag? Ne, kann ja nicht sein. Das ist doch der 14. Ah, vielen Dank, Robert. Ich schaue morgen wieder nach Ihnen. Ach so. Halten Sie sich an das Programm. Ah, okay, jetzt mache ich Gehirntraining. Komm auf zum Gehirntraining. Yes. Mit dem Test beginnen. Ah, ja. Enter. Was muss ich tun? Was wurde gezeigt? Ein Donut. Soll ich mal versehentlich falsch sagen, weil das ist ja jetzt... Okay. Was wurde gezeigt? Buchsfrau, Rahmen. Rahmen? Ich hätte jetzt gesagt Rechteck. Man könnte es auch als Buchs bezeichnen. What? Soll das eine Pflanze sein? Blumen? Blumentopf? Pflanz? Ich denke... Ja. Also Auto war es nicht. Und ein Mond auch nicht. Handy gab es zu der Zeit noch nicht, ne? 1972. Sieht aus wie ein Notizbuch. Dann nehmen wir den Rahmen. Was soll das sein? Ich meine, sie überrasche. Würfel? Also Flugzeug. Nehmen wir mal den Lautsprecher. Würfel war es doch nicht. Okay. Das war ein Vogel. Ah, ich muss runterdrücken. Ich bin immer wieder dabei, oben einfach drauf zu drücken. Das ist voll korrekt. Test abgeschlossen. Ah, guck mal, ich krieg mal oben essen. Na dann, auf geht's. 3-Stunden-Test. Oh. Nehmen wir mal zuerst mal die Pille. Trinken was. Gibt's denn die Spaghetti? Ja, das waren Spaghetti. Das war lecker. 8 Uhr. Freizeit. Was macht er denn in diesem Zimmer in seiner Freizeit? Was? Hä? Da habe ich noch nichts gesehen. Sagt mir der Computer was? Test abgeschlossen. Was liegt denn da? Freizeit. Ja, wahrscheinlich muss ich das. Warte mal, ich gucke noch auf den Kalender. 20 Uhr Freizeit, 22 Uhr Nachtruhe. Ja, ich bin jetzt auch etwas verwirrt, weil ich nicht weiß, was ich da eigentlich will. Ich habe nirgendwo einen Hinweis gesehen. Zugschlosse? Ja. Ja, super. Stellt euch mal vor, ihr seid da drin und könnt nichts machen.
Gibt es irgendwo einen Hinweis für mich? Was haben wir dann alles für Symbole? Hab ich irgendwas übersehen? Habe ich einen Hinweis übersehen? Geh nochmal ans Waschbecken. Da liegt aber nirgendwo ein Hinweis. In der Kloschüssel, das wäre jetzt echt heftig. Ach nicht. Im Bett? Ah, warte mal, vielleicht in der Schublade, dass ich da irgendwas... Mm-mm. Freizeit ab 20 Uhr. Ach so. Wie lang? Das hat Spaß gemacht. Okay. Zeit fürs Bett. Ernsthaft? Ich hätte es jetzt gerne noch gelöst. Okay. Ohne umzuziehen, ohne. Okay. Ach so. Gute Nacht. Die Trennung. Träum da jetzt. We met at the usual spot. Owl Nest. Okay. So Motel, ne? I was having a coffee at my favorite table on the right. Okay, da. Ja. Ist okay. Ach so, ganz rechts. Ach so. Da bist. Just staring at the table. I was stressed out, turning all the stuff in the same direction. Okay. Ich hoffe, das war... Ach, guck mal, das war das Gleiche. Ja, dann trink. They served me my donut. I ate it. Ist ein bisschen Farbmännchen im Spiel. Another 5 minutes passed. Finally, she arrived. She looked tired, but... beautiful as ever. Och, wie süß. Müde, aber schön wie immer. She pulled her chair just a little bit closer. Blup. She looked away. Not a good sign. I don't think we should see each other anymore. I've decided to go away for a while. Aha, verstehe. I didn't know what to say. I just took another sip. I tried to touch her hand, but she pulled away. Oh. And then she was gone. Hmm. I didn't know what to feel. Ja, das verstehe ich. Wie fühlt man sich? Ups! Beim Trinken die Kaffeekasse zerbrochen. Wie schafft man denn das? Okay, gut, dann haben wir ja schon mal so ein bisschen was in Erfahrung gebracht. Ich würde sagen, Tag 2 machen wir in der nächsten Folge weiter. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr es findet. Ansonsten sehen wir uns bei der nächsten Folge. Vielen Dank für eure Zeit, fürs Zusehen und bis bald.